Das sind schon sehr beeindruckende Bilder an der Unfallstelle. Durchleben Sie da alles nochmal? Ja, ich habe es jetzt hinten, gerade wie ich die Zusammenfassung gesehen habe, sind die Emotionen wieder sehr hochgekommen, sehr klar wieder im Kopf. Vor allem diese Bilder, wie ich an der Unfallstelle gewesen bin, das war doch ja, sehr emotional, aber jetzt überhaupt nicht im negativen Sinn, sondern ich habe plötzlich wieder ganz genau gewusst, wie ich da unten gelegen bin und gewusst, es ist was Schlimmes passiert. Der Wunsch, nach Hause zu kommen, gesund nach Hause zu kommen, und ich bin oben gestanden und habe mir gedacht, mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, ich fahre jetzt da runter und kann wieder gesund nach Hause fahren, und das war wunderschön und es waren eigentlich positive Augenblicke, was ich da erlebt habe. Also Sie haben es verarbeitet, Sie haben den Unfall ja nie gesehen, Sie haben sich die Bilder nie angeschaut vom Unfall an sich. Ich habe mir die Bilder bis heute noch nie angesehen, habe jetzt nicht unbedingt den Wunsch danach gehabt und habe mir jetzt nicht gedacht, bevor ich mein Comeback starte, dass ich es jetzt sehen will. Der Wunsch war nie da und weiß ich nicht, ob er so schnell kommt. Das ist der Start in die zweite Karriere. Ja. Vielleicht erklären Sie uns ganz kurz, da steckt ja eine Menge Hightech und auch eine ganze Menge Arbeit, Abstimmungsarbeit drin. Fahren Sie genauso wie vorher? Na, also es fehlt, bei mir sind zurzeit zwei Welten irgendwo. Mein Kopf, der hat noch den alten Schwung drin. Leider bin ich jetzt draufgekommen bei den ersten Stangentraining, weil ich fahre genauso gerade und mit dem gleichen Biss hin auf die Tore wie früher. Nur geht das nicht. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viel Abstimmungsarbeit mit meiner Prothese gemacht. Es ist zuerst einmal, ja, ich sage mal, der erste Prototyp für mich. Ich glaube, dass da noch nicht der Zenit quasi erlangt ist, weil ich bin in diesem Skischuh sehr, sehr statisch drin. Ich habe da sehr, sehr viel mit Abstimmungen gemacht, wie welche Winkel ich fahre. Diesen habe ich, keine Ahnung, 10-mal wieder abgeschnitten, einen anderen Winkel draufgestellt. Habe meinen Skischuh-Servicemann zur Verzweiflung gebracht, weil ich immer wieder ein neues Canting eingestellt habe. Habe dann auch sehr, sehr viel damit begonnen, mit Steifigkeiten und Verwindungen zu arbeiten. Habe dann da oben die Manschette durchgeschnitten, um Bewegungen rein zu bekommen, um gewisse Flexibilität vom Knie her zu kriegen, und im Fußbereich unten, wie dynamisch soll der sein, welche Steifigkeiten hat das, um, ja, wie beim Motorradfahren, was mein großes Hobby ist, auch die richtige Abstimmung quasi zu finden, damit man dann möglichst fein um die Kurve ziehen kann. Also man merkt aber Ihnen auch schon über diesen sportlichen Ehrgeiz, der da natürlich dahinter steckt, das Optimale zu machen. Gibt es da in irgendeiner Weise Vergleichswerte? Können Sie sich auf irgendetwas berufen, verlassen, vergleichen? Was ich mir am meisten berufen kann, ist natürlich die Erfahrungen meiner Teamkollegen. Nur ist bei uns jetzt im österreichischen Team so, dass viele, die in der gleichen Klasse gestartet sind, die Karriere beendet haben und die, sage ich mal, auch dann zum Schluss jetzt nicht jedes Jahr so viel probiert und getestet haben. Und ich gehe einfach mit der Einstellung an das Ganze heran, dass man einfach sehr, sehr viel probieren und versuchen muss, um das Ganze einfach möglichst gut machen zu können. Und ich glaube, dass da noch sehr, sehr viel Potenzial in dem Ganzen liegt. Ich glaube zwar jetzt nicht, dass es so weit geht, wie es im Sommer, wie wir es heuer gesehen haben, beim Oskar Pistorius, der bei den quasi bei der normalen WM der Nichtbehinderten am Start über 400 Meter mit dieser Prothese, wo es ja auch reichlich Diskussionen gab, ob er vielleicht sogar einen Vorteil hat. Genau, da geht es ja vielerlei in die Hinsicht, um zu diskutieren, ob die Prothesen sogar Vorteile bringen. Also das ist bei mir bei Weitem nicht der Fall. Ich kann, sage ich mal, mein Handicap, meine Einschränkung so gut wie möglich ausmerzen, und das will ich natürlich probieren, so gut wie es geht, um, sage ich mal, den Schwung, den ich im Kopf drin habe, nicht anpassen zu müssen, das, was da funktioniert, sondern meine Prothesen so anzupassen, dass der Schwung im Kopf wieder möglichst... dass die zwei Welten, aus den zwei Welten eine wird, wie Sie es am Anfang beschrieben haben. Richtig. Jetzt spürt man bei Ihnen den Spaß, auch bei den Paralympics dabei zu sein. Sie sind noch kein Rennen gefahren. Das erste Rennen findet im holländischen Landgraaf statt. Das ist eine Skihalle. Da müssen Sie Slalom fahren. Ja, da oben schließt sich wahrscheinlich der Kreis, weil wie ich das erste Mal nach meiner Verletzung wieder auf Ski gestanden bin, habe ich im ersten Interview gesagt, ich bin mir vorgekommen wie ein Holländer das erste Mal auf Ski. Ich habe keine weiteren Fragen mehr an dieser Stelle. Der Belgier ist weg, alles gut.
Also es war furchtbar damals das erste Gefühl, aber es ist sehr, sehr schnell wieder gekommen. Und ich war zwar früher sehr, sehr guter Slalomfahrer, bin auch Vize-Juniorenweltmeister im Slalom damals geworden, habe es dann eigentlich sein lassen und bin zu den schnellen Disziplinen, Riesentallauf aufwärts gegangen. Und jetzt muss ich mein erstes Rennen in einem Slalom machen und das ausgerechnet in Holland. Aber es muss sein, weil sonst verliere ich sehr, sehr viel Zeit, um Rennen zu machen. Also es ist Mittel zum Zweck und ich hoffe dann, dass ich mich dann wieder den anderen Disziplinen vermehrt widmen kann. Georg Steinberger ist jemand, der Sie nach wie vor begleitet, einer aus der alten Mannschaft und nach wie vor in Ihrem Freundeskreis. Es gibt viele neue Kollegen, auch bei den paralympischen Sportlern. Und wir erweitern unsere Runde gerne. Hier ist er, Martin Braxenthaler. Herzlich willkommen. Was ich ja sensationell finde, ihr seid beide, kennt euch schon seit längerem, weil ihr für die gleiche Stiftung, für Wings for Life aktiv seid, habt aber auch auf den Tag genau am gleichen Tag Nachwuchs bekommen. Wann war's? Beide schweigen. 8. September. 8. September, wer war er? Wir waren um 12 Stunden voraus. Genau. Aber wir haben es nicht abgesprochen, also genau. Absoluter Zufall. Martin, was kann man denn aus Ihrem Erfahrungsschatz, was kann man denn dem Matthias mit auf den Weg geben? Weil es ist ja tatsächlich eine ganz neue sportliche Welt, in die er sich jetzt da begibt. Ja, sicher auf alle Fälle. Ja, also ich muss ihn extrem bewundern, Matthias, wie er das Ganze, wie er damit umgeht. Er hat nie mit seinem Schicksal gehadert. Man hat nie was gelesen, nie was gehört. Er hat immer gesagt, ich lebe hier in der Realität, in der Gegenwart. Und hat sich immer wieder Herausforderungen gesucht. Jetzt ist er von einer neuen Herausforderung. Ich glaube, die Umstellung wird wohl das Schwierigste werden. Der ist 25 Jahre mit zwei gesunden Füßen Ski gefahren. Und wie er schon vorher gesagt hat, im Kopf ist das abgespeichert. Und vor allen Dingen auf Weltklasse-Niveau, muss man immer sagen. Und damit sind Sie, Matthias, einer der ersten Wintersportler, der erste, der Weltklasse war vorher und danach wieder Weltklasse sein will. Macht es das leichter? Ja, schwer zu sagen. Ja, also natürlich ist nicht zu verleugnen, dass ich einen gewissen Trainingsvorsprung auch irgendwo habe seit meiner Jugend, wo ich das als Beruf auch gemacht habe. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch für mich, ja, sage ich mal, die Gefährlichkeit, dass wenn es nicht funktioniert, das Ganze natürlich auch noch hinten losgeht. Aber deswegen habe ich nicht wieder den Schritt gewagt zum Comeback. Der Sport hat viel mehr zu bieten, wie nur Siege und Kämpfe um hundertstel Sekunden, sondern der Sport ist auch viel, viel mehr. Das habe ich jetzt in diesen 3 Jahren nach meiner ersten Karriere einfach gespürt, wie viel man vom Sport wirklich für das ganze Leben lernt. Und allein die Beschäftigung mit seinem eigenen Körper, das ganze Befinden ist auch völlig was anderes. Und ich glaube, das nimmt eigentlich der Sport mit. Wenn man den Sport nur macht, um Siege zu feiern und den nur so lange macht, wie man Siege feiert, dann hat man nur die Hälfte vom Sport verstanden. Der Sport bietet dann sehr, sehr viel mehr und genau das will ich jetzt auch wieder selbst machen. Also ich glaube, diesen Vorbildcharakter, den Sie jetzt momentan auch ausstrahlen, mit Ihrer Lebensfreude und mit Ihrem Einsatz auch jetzt in dieser neuen Vision, die Sie haben, das ist toll, das spürt man. Jetzt ist es in der paralympischen Welt aber natürlich so, dass es um Siege geht, um Goldmedaillen, Gold, Silber, Bronze bei den Großereignissen. Wie reagieren denn die anderen drauf, Martin? Sie haben ja da nach wie vor wunderbare, wunderbare Kontakte. Sagen die, toll, dass einer da ist, der uns die Medaillen wegschnappen kann? Oder spürt man da schon so ein bisschen auch die Konkurrenz? Ja, in der Szene hat sich sicher recht schnell rumgesprochen, dass der Matthias jetzt einsteigt. Ich glaube, dass einige sicherlich Respekt haben. Vor dem, der jetzt da kommt, natürlich aufgrund auch von dem Weg. Aber auf der anderen Seite weiß ja jeder, dass kein Freibrief ist. Ich kann nicht sagen, ich will jetzt bei den Paralympics starten. Der Matthias muss jetzt auch anfangen, erst einmal in die Low-Level-Rennen sich Punkte zu sammeln, dass er mal im Europacup starten darf. Und dann geht es weiter, Schritt für Schritt. Und er muss die Umstellung gut meistern und muss sich dann in der neuen Spitze, in dem neuen Sport erst etablieren. Was wir auch hier haben, ist der Ski, der ja auch komplett anders ist. Ich meine, der hilft Ihnen natürlich. Sie sind auf vielen, vielen Bereichen sind Sie nach wie vor aktiv. Sowohl mit einer Skifirma als auch
medial, arbeiten für den ORF, arbeiten für eine Zeitung. Hilft das da auch, dass man am Ski tüfteln kann? Was muss denn da alles verändert werden an so einem Ski? Natürlich hilft es, wenn man in der Firma arbeitet, die ja die Ski herstellen. Normalerweise bin ich jetzt sag mal, viel im Marketing und für den Verkauf und Vertrieb zuständig gewesen, aber da habe ich schon mal in die Abteilung von Rennlauf wieder ganz gewaltig hineingestöbert und die haben mir da schon ein paar Sachen gebaut, die ich vom Gefühl her einfach gesagt habe, die brauche ich einfach. Und es ist einmal, dass der Prothesen-Ski quasi, das sind zwei Ski, die nicht ganz gleich sind, auch von der Präparierung her, dass einer weicher ist, dieses Powerline-System, das wir da drauf haben. Und, im Weltcup ist das quasi wie das Fahrwerk, wie in der Formel 1 das Ganze. Und bei mir ist das auf den verschiedenen Seiten verschieden eingestellt, weil natürlich einen mit einem normalen Fuß vor einen anderen Schwung wie mit dem Prothesenfuß. Da haben wir dieses Powerline-System adaptiert und die Bindungsstandpunkt haben wir verändert, um den Prothesenfuß auch möglichst in die Mitte vom Ski zu bekommen. Und was auch sehr, sehr entscheidend ist, ist belagseitig das quasi das Ski-Tuning, weil einfach der Prothesenfuß anders reagieren muss vom Einlenkverhalten. Und ja, das war ja jetzt über den Sommer und jetzt im Herbst einmal das große, akribische Arbeiten, immer wieder in der Werkstatt stehen, feilen, dann wieder am Gletscher probieren und so haben wir uns da irgendwo noch hingekämpft. Und ich merke schon, dass Sie auch noch eine Menge Potenzial, wie Sie selber gesagt ja. haben, das geht natürlich auch noch weiter. Jetzt führen Sie nebenbei auch noch einen Prozess gegen die FIS nach diesem Rennen, weil die Erstversorgung einfach nicht so war, wie man sich das vorstellt. Sie machen das nicht, weil Sie auf ein möglichst großes Schmerzensgeld spekulieren. Was ist Ihr Ziel? Für mich das Wichtigste war einfach, wenn man das damals mitbekommen hat, diese Verkettung der ganzen Umstände. Man versucht, alles professionell zu machen und die Sicherheit, was auch immer wieder Fortschritte gewesen sind. Auf der Strecke ist sehr, sehr viel passiert, nur das Ganze drumherum ist völlig vernachlässigt worden. Und bei mir war es dann ja so, dass da gar kein richtiger Hubschrauber vor Ort gewesen ist. Die haben zuerst die Sitzbänke aus dem Hubschrauber rausbauen müssen, damit sie mich überhaupt reinbracht haben mit Marker in das Ding. Sie haben vom Rettungsauto, das halbe Rettungsauto ausräumen müssen, um was in den Hubschrauber zu geben. Und da denke ich mir einfach, da wird am falschen Platz gespart. Da hat einfach, weil Gott sei Dank auch noch nicht so viel passiert ist, ist das einfach auf der Strecke geblieben. Und für mich ist einfach wichtig, dieses Thema zu sensibilisieren. Ich selbst habe nichts davon, ist auch nicht wichtig, aber es ist mir passiert, aber es muss keinem Zweiten mehr passieren. Und ich glaube, das Thema war doch so, dass es nicht schnell verschwunden ist, sondern in den Köpfen von Funktionären und von den Trainern auch einfach verankert worden ist, das Thema sensibilisiert worden ist und immer wieder angesprochen worden ist. Und glaube ich, das ist der wichtige Schritt, der da gesetzt werden muss. Ich drücke Ihnen die Daumen für, ich glaube, Sie haben viele Ziele noch vor sich. Das ist eines davon. Die Paralympics 2014 in Sochi sind sicherlich ein zweites großes Ziel. Jetzt geht es erstmal nach Holland zum ersten Rennen. Toi, 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 und herzlichen Dank. Matthias Lanzinger, Martin Braxenthaler, vielen Dank für den Besuch bei Blick vom Sport.